Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Super Mario 64. In der letzten Folge haben wir endlich das erste Mal Bowser verkloppt. Und eigentlich wollte ich jetzt auch in den Keller gehen mit dem neuen Schlüssel, aber hier fehlt uns, glaube ich, gerade noch der Stern. Und den hole ich mir mal kurz. Ah ja, geiler Baum. Eine Eule. Was will die? Who's there? Who woke me up? It's still daylight. I should be sleeping. Fuck, ey. Hast recht. Nehme ich mit. Die roten Münzen müssen wir hier schon haben. Und mehr Sterne fallen mir auch nicht ein, weil wir in der letzten noch eingeholt haben. Ja. Was? Warum? Schieß mich aber auf die falsche Seite. Finde ich gut. Arscheule. Nochmal. Nochmal. Macht Spaß. Boop. Komm her hier. Wo bist du jetzt? Da bist du. Komm her. Komm her. Und diesmal lass mich bitte da auch reinfallen, weil sonst ist das echt doof. Fliegen wir noch mal ganz kurz. Die Kamera damit ist nicht schrecklich oder so. Warum dreht er sich um? Willst du mich verarschen? Lustig. So, Eule, komm her. Ein Schmetterling. Kann ich jetzt. Und wehe, du drehst dich jetzt. Weißt du was? Ich lasse mich einfach dahinter fallen. Leck mich am Arsch. Oder so. Das geht doch. Ist doch einfach. Aber erstmal Scheiße bauen. Das ist wichtig. Ja, 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 ja. Safe and continue. Haben wir jetzt alles? Ich glaube schon, oder? Wir haben alles, also leck mich. Gehen wir in den Keller, weil ich keinen Bock auf die anderen Level habe. Wir können jetzt auch hier lang, oder? Ja, hallo. Hey. Aber wir wollen ja noch nicht lang. Da habe ich gerade keinen Bock drauf. Wir gehen nach unten. Nice. Erstmal Schmerzen. Darf ich rein? Danke. Wie viel brauche ich hier? 30. Ich habe einfach schon... Man könnte da auch, glaube ich, gleich rein, aber da bräuchte ich alle Sterne von oben und da bin ich zu faul. Fauli faul. Gibt es hier nicht den Hasen? Ein Toad! Ja, hallo du, ich schlag dich. Wow, you've already recovered so many stars. Bla bla bla, Langeweile. Blue Coins sind geil. Soll es mir einen Stern geben? Mario, geh ein bisschen weg von der Kamera, bitte. Danke. War hier nicht ein Hase, der dir einen Stern gibt, wenn du ihn einfängst? Ich hasse diesen Hasen. Mach mal. Easy. You unhand me, Brute. I'm late, so late. I must take case. Warum steht er dann einfach so im Keller? Oh, geil. Ein Stern. Ah ja. Und wieso hat er einen Stern? Ja, ja. Kann ich hier kurz schwimmen? Nein, ist nicht tief genug. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt in ein sehr cooles Level. Oder auch nicht. In dieses nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ich will gegen die Wand springen. Perfekt. Wer kannte das selber als Kind nicht? Shifting Sand Land. Ich glaube, auf Deutsch finde ich den Namen geiler. Wubi Wabba Wüste. Aber das ist die Mission mit dem Vögelchen. Ja gut, komm. Ja gut, komm. Oh oh. Hui. Kannst du bitte... Ich will mich da doch nur heilen. Dann wollen wir da hoch. Dann wollen wir da hoch. Genau. Und dann wollen wir dem Adler den Stern entreißen. Und das machen wir mit meinen terminasischen Flugskills. Ganz easy. Zwischenlanden? Der Schräger kann mich am Arsch lecken. Adler! Adler? Geier? Ich weiß es nicht. Nein, ist kein Adler. Ich bin nur verwirrt. Nein, nein!
Nein, nein, mein Freund. Ja, komm her jetzt. Ganz easy anditschen. Komm schon! Hallo! Du bist doch ein Arschloch. Oh, das ist alles Treibsand, oder? Meine Kappe ist aber gleich weg, oder nicht? Ja, möglich. Mein Gott! Okay, gleich nochmal versuchen. Zwischen landen. Und los. Wo ist er? Ich bin schlecht. Ja, perfekt. Gegen mich kannst du gar nichts. Jetzt nur nicht sterben, dann ist der Stern meins. Da, 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 da. Nice. So holt man sich Sterne. Und 4 Münzen. Ganze 4 Münzen, ja? Safe and continue. Gleich nochmal. Ich mag die Wüste. Die ist lustig. Shining Atop the Pyramid. Ist das das mit den 4 Säulen, oder? Nee, ist es nicht. Aber ich habe gerade einen Stern gesehen. Ist das der Stern, oder bin ich jetzt verwirrt? Genau das wollte ich, Mario. Hast du gut gemacht. Fliegen wir einfach... Hallo, Freund. Geh bitte weg. Die Kappenmusik ist auch toll. Kann ich da einfach reinfliegen und den Stern krallen? Fuck, 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 nein, bitte. Ich werde das als nein. Dann gehe ich die Pyramide eben hoch, wie man sie hochgehen soll. Jump and run mäßig. Nicht fly and fall mäßig. Könnten Sie das bitte unterlassen? Das ist asozial. Nein, 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 nein. Alles klar. Versuchen wir das doch gleich nochmal. Oder soll ich nochmal versuchen reinzufliegen? Wir versuchen nochmal reinzufliegen. Pass auf. 1 und 2 und hüpf. Oh nein, ich renne Säule hoch und sehe nichts. So, einfach treffen. Dann ist das ganz easy. Was? Mario! Ich sehe nichts. Shit! Ja, komm. Das ist doch schaffbar. Ich weiß, dass ich früher E-Mail mit den Flugkappe nope gemacht habe. Aber wenn er es will, dann will er es. Dich würde ich gerne umbringen, ehrlich gesagt. Ja, safe. Ah. Nee, nee, nee. Komm, einen Versuch noch mit der Flugkappe. Warum auch nicht? Kann ich die Kamera bitte... Lakito, komm, kein Scheiß bauen jetzt. Und nicht auf Stoßflug gehen. Ja, genau. Einfach ganz safe landen. Und Stern nehmen. Guck mal, das ist doch gar nicht so schwer. Das war doch jetzt der richtige Stern, oder? Ja. Perfekt. Dann ist das nächste doch hoffentlich das mit den 4 Säulen, oder? Inside the Ancient Pyramid. Nein, aber auch okay. Okay, das ist ein längeres Level. Das ist ein längerer Stern auf jeden Fall. Gehen wir doch in die Pyramide rein, wie uns die Mission das sagt. Und diesmal können wir unten den Eingang nehmen. Der nicht mal ansatzweise so kott ist, wieder oben den Stern zu nehmen. Einfach ganz langsam hinfliegen, dann ist alles gut. Die roten Münzen, ja, die muss man fliegend holen, aber das ein andern Mal. Die Pyramide ist ein bisschen größer als außen, da hat der Architekt gut gebaut. Den Platz, den er hatte, gut umgesetzt. Hi, du. Swamp Mumie. Was hier? Aha. Ich glaube, ich bin falsch rum, oder? Jo. Aber kann ich nicht. Nein, kann ich nicht. Aber ich kann mir hier noch ein Leben holen. Hinfort, meine Kreatur. Danke.
Ich glaube, ich will die Kamera ein bisschen näher, das ja. Nein, nicht gegen den Zaun laufen. Da muss ich hoch, genau. Vollgas. Alter. Kannst du mich mitnehmen? Kannst du mich mitnehmen, ja. Bisschen feiner Junge bist du. So. Nein, nein. Nein, mein Freund. Hup. Nein, da muss ich springen halten. Okay, das wusste ich. Ich dachte, da muss ich den Schlag halten. Naja. Ich hätte oben drüber laufen sollen. Das wäre eine langsame Passage. Sehr gut. Sehr gut, das gefällt mir doch. Wo kriegt man eigentlich den blauen Schalter nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, wo man den grünen bekommt. Beziehungsweise ich weiß, in welchem Level man den grünen bekommt. Lakito, guck mal, ob der kommt. Ist er da? Bist du tot? Sehr gut. Dreh dich. Geil, Heilung. Einfach da hoch, mein Freund. Mein gemützter Freund. Hi, was bist du hier? Lass mich. Könnt mich gerne mal am Arsch lecken. Tschüss. Dum, 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 dum. Jetzt bin ich auch langsam fast da, oder? Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Ja, ja, krabbeln wollte ich. Das wollte ich. Hallo, schwarze Kugel. Lass mich schön ruhig, ja. Er ist einfach hier hoch und hier müsste der Stern sein. Hier müsste der Stern sein. Yay! Großartig. Here we go! Yay! Einer geht noch. Ich mache jetzt auf jeden Fall den Stern mit den vier Säulen, auch wenn es nicht der ist, aber der müsste doch jetzt kommen. Das kann doch jetzt nicht der rote Münzenstern sein, auf den habe ich keinen Bock. Stand on the four pillars. Ja, genau. Das wollte ich doch. Ja, ja. Das will ich doch. Wobei der Name irreführend ist. Stand Hall ist hier gar nicht die Aufgabe. Ich muss dann eine Arschbombe auf jeden machen. Soweit ich weiß. Oder nicht. Verehrte Mario-Fans, ihr wisst das doch, oder? Ich muss doch hier auf eine Arschbombe machen. Wir hören es gleich am Ton. Ich mach's, glaube ich, sowieso. Das hat keinen speziellen... Du hast was Unlock-Ton gemacht, oder? Der Scheiger kommt mir hinterher, aber... Kannst mich am Arsch lecken! Ja, ist egal. Ich kann auch runterfallen hier. Nee, ich muss keine Arschbombe drauf machen. So. Jetzt sind wir in dem Käfig, wo wir gerade den Stern geholt haben. Und das hat auch schon seinen Sinn. Ich frage mich, ob es irgendwelche Speedrunner-Methoden gibt. Das weiß der Schwimmer wahrscheinlich besser als ich. Wie man dahin, wo ich jetzt hinkomme, hinkommt, ohne hinzukommen bei die Säulen. Wie man einfach in die Pyramide reingeht. Kann man hier einfach so rein? Ich halte es nicht für unmöglich, ehrlich gesagt. Hallo? Boah, Kamera. Mach mal keinen Scheiß. Was ist denn hier los? Lakito! Kommst du bitte mit? Who walk here? Who break seal? Wake ancient ones. We not like light. Bin ich auch nicht, ist zu hell. Rumble! Ja, ja, komm. Ja, lass kämpfen. Los gehen. Was? Leck mich! Lakito, mach mal ein bisschen... Bisschen Hilfe wäre gut und mich nicht aufhalten hier. Kapau! Habe ich ihn erwischt, weil sah gerade nicht so aus. Ich glaube, ich mache was Gutes. Ich bin mir nicht sicher. Nicht schlagen, bitte. Ah, du bist tot. Nein, nein. Schub mich nicht runter, mein Freund. Nein, nein. Oh. Der wollte mich runterschmeißen, habt ihr es gesehen?
What happened? We crushed like pebble. You so strong, you rule ancient pyramid for today. Nice. Danke. Habt ihr grammatikalisch immer schon so stark nachgelassen? Ich weiß es nicht. Hui. Großartig. Hui. Noch ein Stern. 30 Sterne haben wir jetzt. Eigentlich könnte ich schon den zweiten Boss machen. Nice. Will ich aber nicht. Es gibt hier noch ein paar coole Level, die ich auf jeden Fall machen will. Mehrfach. Aber ich würde sagen, nicht mehr heute. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann auch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren. Und wir sehen uns das nächste Mal hier in Little Lava Land. Das weiß ich, wie es auf Englisch heißt. Aber nicht mehr auf Deutsch. Kamera dreht wieder durch. Großartig. Guckt euch mal ein Po an. Ich bin ein Bälbel. Terminus raus. Und tschüss.